Eine magische Fabrik in der galäischen Provinz, Ursprungswelt. Ach du Scheiße, was? Wie? Jetzt einfach mal Umschwung in die Ursprungswelt. What the fuck? Schwärmt aus und findet den Eindringling. Oh, fucking Estinien. Ehrlich jetzt? Aus dem Weg. Come on. Keine Erweiterung ohne Estinien, ne? Schlimm. Lass, das ist kein Soldat. Sie gehört zu mir. Oh. Ich hatte mich schon gewundert, warum man uns entdeckt hat, aber es gibt noch einen Eindringling. Gaius und Estinien. Estinien, der berühmte Drachenreiter. Du hast den Helden vor dem sicheren Tod auf dem Schlachtfeld bewahrt. Wow. Du bist gut informiert. Und einen eigenen Trupp hast du auch. Ein abtrünniger Hauptmann vielleicht? Ah, ich weiß. Gaius Belsa, der Schattenjäger. Ich sehe, der Bund der Morgenröte hält dich gut auf dem Laufenden. Nicht, dass es mich besonders interessiert hätte. Aber sie kamen zu mir und haben erklärt, was vor sich geht. Ich frage mich immer noch, wie diese Kriele meine Ätherspur verfolgen konnte. Obwohl ich sie nur ein, zweimal gesehen habe. Dahinter steckt doch bestimmt diese vorwitzige Empfangsdame. Danke für den Host, Akirios! Dass sie sich an einen Außenstehenden wenden, muss bedeuten, dass die Zwillinge noch immer ohnmächtig sind. Danke für den Host, Mann. Was ist mit dem Helden? Auf Reisen, wie man hört. Deswegen haben sie mich ausgesandt, um die Geheimwaffe der Galia aufzustöbern. Ein bisschen Schreck gerade, holy shit. Wie geht's dir? Wenn du die Schwarze Rose meinst, kann ich dir versichern, dass wir uns bereits darum gekümmert haben. Aber es gibt noch andere Produktionsstätten tiefer im Kaiserreich. Die Galia sind klug geworden. Und haben die Massenherstellung an mehrere Orte ins Landesinnere verlagert. Eine Pause machen. Sie verstehen es einfach nicht. Welchen Sinn hat ein Sieg, wenn man ihn mit so einer Waffe erringt? Alles klar, dann guten Hunger dir, ne? Um was genau handelt es sich eigentlich bei der Schwarzen Rose? Die meisten halten es für ein gewöhnliches, wenn auch tödliches Gift, aber eigentlich steckt auch dahinter die Magitek. Die Schwarze Rose hemmt den Kreislauf des Äthers, der allen Lebewesen innewohnt. Die kleinste Menge genügt und all der Unrat und die Verderbnis sammeln sich im Körper an. Der Tod tritt in wenigen Momenten ein. Okay. Es ist die ideale Waffe für Eroberer. Über einer Stadt freigesetzt, tötet sie zuverlässig jeden Bewohner, ohne andere Schäden zu hinterlassen. Ach du Scheiße. Habt ihr ihn immer noch nicht gefunden? Ruft Verstärkung, sofort! Ich sollte langsam verschwinden. Einen Augenblick noch, Drachenreiter. Beantworte mir noch eine Frage, um unserer gemeinsamen Verbündeten willen. Wir beide haben das gleiche Ziel. Wir wollen die Wahrheit ans Licht bringen. Wie wäre es, wenn du dich uns eine Weile anschließt? Ich soll einem Galliard folgen. Dein Land wurde von einem Ashien errichtet. Der Kaiser soll es selbst gesagt haben. Ich weiß. Varys hat es vor der gesamten eorseischen Führung behauptet. Ich muss wissen, was dahinter steckt. Ich muss die ganze Wahrheit erfahren. Gott, dem Geier, seine Stimme ist so krass gut. Deswegen gehe ich nach Garlemald. Und zwar direkt bis in den kaiserlichen Palast. Aha. Hast du was vorgenommen?
Der ist verrückt. Der Gaius, der ist komplett Baller. Kopf voran ins Licht. Freigespielt, Errungenschaft, nice. Der hat ja nicht mal alle Latten am Zaun, oder? Ah, Quests. Verloren Andenken. Ich werde nur die blauen Quests machen, gerade mal. Oder zumindest annehmen. Hey, geht halt auch schon nach jemandem, der zur Jobfest unterwegs ist. Reisender, führe nicht dein Pfade an der Jobfest vorbei. Dann nimm doch dieses Bündel hier mit und gib es meinem Sohn Chadwick, ja? Er ist der Adjutant? What? Adjutant dort. Ich kann leider nicht einfach so nach draußen wandern. Deswegen wäre ich dir für diesen kleinen Gefallen wirklich sehr dankbar. Okay, mach mal. Machen wir. Ach komm, ich nehme es noch mit, die Quest hier. Eine junge, aus Holmenzer geflohene Frau blickt sich mit verzweifelnden Augen an. Oh. Sei nicht der Reisende, der so tapfer in Holmenzer gekämpft hat. Ob ich wohl etwas um etwas bitten dürfte, werter Herr? Klar. Ich komme aus Holmenster und auf der überstürzten Flucht habe ich die Halskette verloren, die mir mein Vater eins geschenkt hat. Mit einem Anhänger aus Bergziegenhollhorn. Okay. Es ist mein einziges Andenken an ihn. Oh nö. Ich wollte selbst danach suchen, aber die Wachen lassen mich gar nicht erst aus der Stadt. Wenn ihr zufällig am nördlichen Sammelpunkt vorbeikämmt, würdet ihr wohl die Zeit nehmen, um nach ihr zu suchen? Klar. Machen wir. Sind nur die zwei Käste, die hier sind, ne? Krass. Von Ränken und Orakeln machen wir erstmal die Jagd nach auf eine Tugend. Die Jobquest. Rollenquest, warte mal. Denn darauf bin ich gerade mal gespannt. Ja, ja. Hey, Grandson. Granteliger alter Mann, kommst du mit? Bin gespannt, was du hier anbietest, ey. Du bist aber nicht von hier, ne? Aber du hast schon einige Kämpfe auf dem Buckel. Das sieht man dir gleich an. Stimmt doch, oder? Klar. Oh, wie unnötig von mir. Ich bin Granson, ein Kopfgeldjäger. Hauptsächlich lasse ich mich dafür bezahlen, Sündenfertiger zu erledigen. Klar. Als ich dich sah, lief es mir alles gerade den Rücken runter. Kann das sein, dass du der Krieger der Dunkelheit bist, der über die letzte Zeit so viel gemunkelt wird? Bra. Nee. Schon gut, du musst es mir nicht verraten. Doch deine Stärke ist offensichtlich und bei meinem nächsten Einsatz könnte ich Unterstützung gebrauchen. Hast du Interesse? Klar. Komm doch an, worum es geht. Wer ist das Ziel? Ach, ich kann zu sagen, wer ist das Ziel? Na dann. Oh. Ich bin diesmal nicht irgendeinem Sündenfertiger auf der Spur, oh nein, sondern einem der sogenannten Kardinaltugenden. Die Kaioso, was? Keine Ahnung, man sagt, dieser Sündenfertiger steckt im Körper von Brandem, einem, der einst als Held des Lichts bekannt war. Kennst du die Tragegeschichte von Brandem? Als Krieger des Lichts wollte er die Welt retten, doch letztendlich führte seine Taten zu ihrer Verwüstung. Oh, Christ. Nach seinem Tod wurde er zu einem Sündenverzeger. Seitdem hat er noch mehr Leid über die Bewohner von Nordrand gebracht. Dem muss ein Ende bereitet werden. Das ist übel. Wirklich? Oh Mann. Außerdem habe ich noch eine persönliche Rechnung mit ihm auf zu begleichen. Also bist du dabei? Willst du zusammen mit mir die Kaiosir zur Strecke bringen? Machen wir. Freut mich. Ja, mich auch. Du musst es tanken, scheiße, Mann. Zu warm werden schlage ich vor, dass wir uns ein paar Sündenverträger im Seeland verkaufen. Komm. Oh, crap. Ich hätte es nicht erwartet, bei keinem Umständen hätte ich erwartet, dass sie mir sagen, ah, ja, okay, der Typ, die Gefolgsleute von dem Krieger der Dunkelheit, von Artbert, sind die Kardinaltugenden. Das hätte ich jetzt nicht erwartet. Crap. Erstmal eine Runde Triple-Triade. Na, mal schauen. Tauschen und drei offen.
Auch gar nicht mal so schwer sein Deck. Mist, ich muss anfangen. Na super. Wirklich? Dein Ernst? Ah je. Wie, das eine 8 nach unten? Hat er nicht. Okay. Das ist schlagbar. Okay, machen wir es so. Gut, dann ist das schon mal weg. Sehe. Gut. Machen wir einen Unentschieden raus. Ich werde besiegen. Ich werde sie alle besiegen. Chimäre. Ich will nicht mal anfangen. Anfang ist doof. Wie hat mein Noctis geklaut? Drecksack. Ah, super. Dem komme ich nicht vorbei. Da komme ich nicht vorbei. Geil. Den könnte ich mir holen. Aber... nur so. 4. Ach, komm schon. Den kriege ich nicht. Ich habe keine mit nach oben. Wow. Schade, mein Noctis, ey. Das gibt's doch nicht. Komm schon. Ich mach dich kaputt. Ich habe ein Dodo. Okay. Das war so ein bisschen einfach, wa? Machen wir es so. Nehmen wir den noch mit. Und das ist GG. Super. Wollte nur fertig haben. So. Die Hauptquest lasse ich jetzt mal stehen. Die machen wir dann später. Gehen wir erstmal vor die Tür. Auf ins Seenland. Schön hier. So, Grandson. Schön, dass du es ernst meinst. Die Sögenverträger, die wir suchen, wurden am Wald des verehrten Hirten gesichtet. Kannst du sie auch spüren? Ach ja, du weißt zwar bestimmt schon, aber ich denke daran, wie viele Sündenverträger früher einmal die Leute waren wie du und ich. Aha. Sie sollten möglichst wenig leiden. Also bereite ihnen ein schnelles Ende. Er will sie tot sehen, aber... mit einem Gewissen dahinter. Okay. Ist okay. Lauf. Kann man mal machen. Ich frage mich hier. Also ich weiß, dass Titania 73 ist. Vom Level, also die erste Prüfung. Ist die erste Prüfung dann auch gleichbedeutend mit... Na komm, hau mal wieder kurz vorbei hier. Oh Gott. Mit dem nächsten Gebiet, wo wir hinkommen, oder ist es dann noch ein bisschen später? Hm.
Ich check den Scheiß hier. So, Ganzhorn. Ich frage mich gerade nur, wenn die wirklich im nächsten Gebiet dann auf mich wartet, die Prüfung, dann wäre es vielleicht schon besser, irgendwo Leute zusammen zu suchen, die helfen wollen oder die mitkommen möchten. Nach Möglichkeit Leute, die es noch nicht gemacht haben. Die Sügenverteidiger machen dir offensichtlich keine Angst. Du musst schon einige Kämpfe erlebt haben. Doch in den verwitterten Landen soll ein außergewöhnlich gefährlicher Sügenverteidiger gesichtet worden sein. Komm, lass uns nach ihm suchen. Bin gespannt, ob du ihn ebenso leicht besiegen wirst. Ja, natürlich. Das kleine Horrortor haben wir schon mal gemacht gehabt. Fate-Fortschritt. Habe ich erst 2 für dieses Gebiet hier. Ich brauche aber noch ein paar für die nächste Stufe. Weil ich bin halt schon überlevelt für sonst was. Deswegen nehme ich die hier noch nicht mit. Huch. 76? Bra. Bisschen heftig, wa? Gut. Ging um Malzbier. So. Boah, muss man lange warten, bis das Ding hier auftaucht. Das bedeutete. Ih, Torheit. Ew. Das ist meiner. Die skandieren nicht vom Level. Das ist ein bisschen merkwürdig. Ich meine, ich hätte erwartet, dass die vom Level skalieren. Das wäre sinnvoller gewesen. Gut. Auch dieser Brocken konnte nicht gefährlich werden. Ich habe mich in dir nicht getäuscht. Verzeih mir, dass ich dich auf die Probe stellen musste, aber ich brauchte Gewissenheit. Alles weitere können wir im Sternhage besprechen. Okay. Ich würde sagen, nehmen wir auf jeden Fall noch das kleine Andenken da oben mit. Wenn wir schon mal dabei sind. Ich glaube, Stine würde sich hier freuen, so viele Drachen hier rumlaufen. Die würde er alle vernichten wollen. Und ein Hänger. Super. Ab nach Kristarium. Ich müsste es einmal als Teleportpunkt festlegen. Ich hätte mir noch Ralgas Wacht da oben sitzen. Ich glaube nicht, dass ich dahin teleportieren wollen würde. So, das ist ein viel schönerer Ort hier. Als hässlich Ralgas Wacht, ey. Ugh. Gut. Ah ja. Einmal zum Musiker Universalis. Die Orte kann man echt gut zuordnen. Das ist voll gut. Okular, Flugsteig, Manufaktur der Gemeinschaften, Kuriositätenzeug. Ja, alles gut zusammen. Übbar. So, Granzorn. Grantelig wie immer. Du hast mich von deinem Können überzeugt und von meiner Seite aus bestehen keine Bedenken mehr. Jetzt hängt nur alles von dir ab. Und nimm bitte dieses kleine Effi von meiner Nase weg. Oder was auch immer das sein soll.
Wie gesagt, bin ich hinter Dikaiosyne, ja. Das ist ein Name, ehrlich. Um ihn zu besiegen, brauche ich deine Hilfe. Bist du dabei? Klar. Ja. Danke, was ein Glück, dass du mir den Weg gelaufen bist. Zunächst müssen wir herausfinden, wo Dikaiosyne steckt. Das könnte eine längere Unternehmung werden. Ich würde sagen, wir bereiten uns beide darauf vor und treffen uns dann wieder hier. Bis bald. Alles klar. Oh, das ist genau für mein Level gerade. Wow. Der Tag, an dem Melinda starb. Okay. Ich nehme an, du hast dich gut vorbereitet. Klar. Da kann unsere Jagd auf Dikaiosyne ja beginnen. Obwohl weite Teile der Welt vom Licht überflutet wurden, ist Northrand immer noch viel zu groß, um wahllos alle Gebiete abzusuchen. Und mit etwas Glück müssen wir es auch gar nicht. Wir haben einen Anhaltspunkt, den wir nachgehen können. Und zwar bin ich Dikaiosyne schon mal begegnet. In Werftingen auf Colosia. Könnte sein, dass er dort einmal gesichtet wurde. Zumindest ist es ein Versuch wert. Moment, ist es der, der das Dorf angegriffen hat vor einem Jahr? Oh oh. Also dann, auf der Werfting. Oh Mann. Auf der Werfting. So, da sind wir. Waren wir gestern erst. Ich habe gesagt, ich will nie wieder hinkommen, aber man kann sich ändern. Blöd. Willkommen in Werfling. Ich schätze, auf den ersten Blick wirkt es hier friedlich und unscheinbar. Aber glaub mir, hier ist etwas Fürchterliches passiert. Vor einem Jahr. Darüber erzähle ich dir später mehr. Zuerst sollten wir uns hier umhören, ob jemand etwas über Dikaiosyne weiß. Wort Name, ehrlich. Dikaiosyne. Hehe. Am besten teilen wir es gleich auf und befragen die Bewohner. Wir treffen uns dann später wieder her. Okay. Sie wissen ja, wer ich bin. So. Bewohner befragen. Du. Nee. Sind die irgendwo besonders gekennzeichnet oder? Muss ich mit ihm einfach sprechen? Okay, einfach Leute anquatschen. Hey, Hastelot, kennst du mich noch? Kannst du mir Informationen geben, die ich noch nicht weiß? In der Gegend ist sehr gefährlich, überlaufen Ungeheuer. An Tage wie die aus Yulmor. Ich muss eine Apparatur entwickeln, damit unsere kostbaren Lebensmittel sicher sind. Ah. Ah, die haben ein Ding im Kopf. Okay. Hilfe, tu mir nichts. Warum? Du suchst den Sinnenverträger, der unser Dorf heimgesucht hat? Bist du des Wahnsinns? Bitte lass mich mit dieser Horrorgeschichte in Ruhe. Ich habe lang genug gebraucht, um mich endlich wieder aus dem Haus zu trauen. Wenn ich daran zurückdenke, die Schreie, die nackte Angst in den Augen. Ah! Okay. Nett. Den Feldern da vorne? Doch, da. Freudloser Dorfbewohner. Bist du denn? Was willst du von mir? Information. Ob ich die Dikaiosyne gesehen habe? Du meinst einen Sinnenverträger, der aussieht wie ein Galgen-Tritter? Ja. Über den will ich lieber nicht reden. Er hat viel Leid über unser Dorf gebracht. Ich gebe mir große Mühe, ihn zu vergessen, auch wenn es nicht leicht ist. Okay. Ich frage mich ja, ob die einen wiedererkennen. Na, lass mich rüber da. Die einzelnen. Ja, die einzelnen. Helden der Dunkelheit. Könnte sein, ne? Wie sieht's aus? Hast du etwas über Dikaiosyne rausgefunden? Damit habe ich gerechnet. Das, was damals hier geschah, hat die Dorfbewohner traumatisiert. Was meinst du mit damals? Du riskierst dein Leben für mich. Da will ich die Wahrheit nicht vorenthalten.
Efteling ist meine Heimat. Ich bin hier geboren und aufgewachsen. Ich lernte nichts anderes, als mit dem Schwert umzugehen und verdiente meinen Lebensunterhalt mit der Jagd. Somit meiner geliebten Melinda verbrachte ich ein bescheidenes und doch glückliches Leben. Aha. Melinda arbeitete als Goldschmiedin. Vor etwa einem Jahr erhielt sie von einem Antiquitätenhändler aus Jülmer den Auftrag, einen Armreif zu reparieren. Der Armreif trug den pompösen Namen Fangzahn des doppelköpfigen Wolfes. Angeblich war er ein Erbstück in der Königsfamilie aus irgendeinem Königreich. Melinda und ich wollten bald heiraten und erhofften uns von dem Auftrag genug Geld für unsere Hochzeit. Um Melinda zu helfen, ging ich zur nahegelegenen Werft, um dort bessere Werkzeuge zu leihen. Doch als ich nach Werftingen zurückkam... Es war ein Albtraum. Die Kaisione wütete durchs Dorf und verwandelte die Dorfbewohner einem nach dem anderen in Sündenverträger. Ui. Die Großmutter aus dem Nachbarhaus, die uns oft Gemüse schenkte, wenn wir hungerten. Der alte Holzfäller, der uns im Winter mit Brennholz versorgte und vor dem Erfrieren errettete. Alle fielen dem Krieger des Lichts, der Kreatur des Lichts zum Opfer. Ah. Ehe mir ganz klar wurde, was überhaupt geschah, suchte ich wie in Trance nach Melinda. Endlich fand ich sie, ich rief ihren Namen. Sie sah mich an und... Doch sie schaffte es nicht bis zu mir. Sie verwandelte sich, als Arm aufs Boden fiel, hob die Kaisione ihn auf und verschwand zusammen mit allen Sündenverträgern aus dem Dorf. Wow, dreckig. Nur Melinda blieb zurück. In ihrer neuen Gestalt blickte sie auf mich herab. Mir war, als würde sie mich bitten, sie zu erlösen. Wie hätte ich ihr der Liebe meines Lebens ihren letzten Wunsch verweigern können? Während von meinem geistigen Auge Erinnerungen an Melinda aufblitzten, tastete ich nach dem Schwert auf meinem Rücken. Ich sah Melinda, wie sie mich wieder einmal zurechtwies, mich anständig zu kleiden. Melinda, wie sie mich nach der Jagd auf einer heißen Suppe empfing. Melinda, wie sie über meine belanglose Geschichte lachte. Und dann streckte ich sie nieder. Uff. An ihrer bleichen Leiche schwor ich Rache. Brandon, die Kaisione, wie auch immer er hieß. Er hat mir meine Melinda beraubt. Eieie. Die Wunde in meinem Gesicht brachte ich mir selbst bei, um meinen Schwur mit Blut zu besiegeln. Der Schmerz hielt mich am Leben. Aua, du hast dir voll die Nase gezogen? Das ist übel. Verzeih, dass ich dich mit dieser grausamen Geschichte behelige, aber du solltest wissen, warum ich die Kaisione hier jage. Willst du mich weiter begleiten, Sünder? Wir sind nämlich alle Sünder. The fuck? Danke, dann müssen wir es noch herausfinden, wohin die Kaisione verschwunden ist. Gib mir etwas Zeit, mich hier weiter umzuhören. Solange kannst du dich gerne um andere Dinge kümmern. Bis bald. Das ging schnell. Lass mich raten, die nächste Quest ist ab 74. Natürlich. Wow, das ist einfach nur kurz hinlaufen, hinlaufen, hinlaufen und dann hat man die Dinger. Das ist doch irgendwo... doof. Das ist wirklich doof gemacht. Gerade wenn man nichts bekämpfen darf. Meh. Gut. 16:29. Formel 1 läuft noch gerade, müsste zumindest. Ja, ganz kurz reinschauen. Kleinen Moment. Wir wissen nicht, wie es da läuft. So, da bin ich wieder. Hab die Zeit noch mal kurz genutzt, um was zu essen. Ganz kurz reingeworfen. So ein Stück Pizza. Lecker. was ist denn hier? Ja. Aber wir kümmern uns jetzt auch mal um... Das ist echt laut im Gebiet. Wir kümmern uns jetzt aber wieder um die Hauptstory. Mal schauen, was bei rumkommt. Ich weiß es nicht genau. Aber wir haben jemanden gesehen. Jemanden, der uns bekannt vorkommen könnte. So. Ich habe deine Kette. Mein Anhänger, konntet ihr ihn finden? Ja, bitteschön. Anhänger aus Bergziegenhorn. Es braucht.
Das ist tatsächlich der Anhänger meines Vaters. Oh, ich weiß gar nicht, wie ich euch danken soll. Als ich klein war, hatte er diesen Anhänger stets als Glücksbringer dabei, wenn er in die Berge gegangen ist. Deswegen ist er aus Horn einer Bergziege geschnitzt. Als Holzminster von den Sündenverträgern angegriffen wurde, schloss ich in all dem Chaos meine Hand fest um diese Kette und betete. Was blieb mir anderes übrig? Und tatsächlich fand mich eine junge, mutige Elfe, die mich in Sicherheit brachte. Ich werde das Lächeln, das sie mir in dem Moment schenkte, nie vergessen. Alizée? Das klingt vielleicht albern, aber ich glaube, dass die Halskette sie mir geschickt hat. Der Gedanke daran, diesen Anhänger für immer verloren zu haben, ich danke euch von ganzem Herzen. Irgendwann werde ich nach Holdminster zurückkehren und die Bergziegenzucht meines Vaters wieder ins Leben rufen. Dank seines Glücksbringers fällt es mir jetzt leichter, an eine solche Zukunft zu glauben. Und euch wünsche ich eine sichere Reise, werter Herr. Dankeschön. Bye. Jo, deinen Sohn habe ich nicht gesehen. Das machen wir anders. Vielleicht sogar jetzt, wenn wir dahin geschickt werden. Ist das ein Bär? The fuck? Von Ränken und Orakeln? Das sieht mir aus wie ein Luftschiff, heißt, wir werden in ein anderes Gebiet geschickt. Oh oh. Wir geben es einfach mal ab, solange wir da sind. Hier, komm, was soll's. Ziemlich viel Level, was ist jetzt? 70, ja. Machen wir die Quest eben noch abgeben. Weiteres sollte hier nicht passieren, denke ich mal. Ist einfach nur von wegen, hier kannst du Sachen umtauschen, guck dich mal um. Oh, für mich? Ja. Von deiner Mama. Ah, das ist ein prall gefülltes Bändel von meiner Mutter. Ach, die Herzensgute. Wir kommen eigentlich aus Holmünster, weißt du? Nach dem Angriff der Sündenverträger war sie von den tapferen Soldaten zu Tränen gerührt, die ihr Leben riskiert haben, um sie in Sicherheit zu bringen. Ein Brief liegt auch bei. Was schreibt sie denn? Oh. Tatsächlich hat sie dir da Essen für all die Soldaten gegeben, die in Holmünster gekämpft haben. Aber sag mal, jetzt wo ich mir dich genau ansehe, bist du nicht einer von denen, die sich dem Lichtbringer auf Schlacht gestellt haben? Ja. Wusste ich doch. Tatsächlich. Tatsächlich beneiden dich viele unserer Soldaten hier für diesen Heldenmut, weißt du? Ah, ich hab's. Warum verteilst du nicht die Portionen hausgemachter Brotzeit, die mir meine Mutter mitgegeben hat? Das hebt ganz sicher die Stimmung in der Festung. Da. Klar, warum nicht? Warum denn nicht? Ah, da oben muss ich hin. Okay. Reiten wir geschwind die Treppe hinauf. Kleines Essen. An die tapferen Soldaten, die ihr Leben riskiert haben. Im Kampf gegen die Sündenverträger. Hausgemachte Brotzeit. Der Angriff auf Holmins hat unsagbar viele Leben gekostet. Diese Zahl wäre noch viel höher, wenn du nicht gewesen wärst. Ich danke dir. Auch für das Essen. Hui. Gut. Oh. So, einmal in das Gebäude. Na. Geht doch. Grimcock. Mutigen Reisen aus Holmünster. Es fiel mir nicht aus dem Sinn, wie du Seite an Seite mit der Kommandantin gestandest und der Flut von Sündenverträgern die Stirn geboten hast. Die sind nicht unbesiegbar. Ja. Aber einfach stark genug drauf und alles ist gut. Winken. Ah. Wink. So. Ah, du bist doch... Ah, vielen Dank, dass du inmitten all der Schrecken einfach vor tapfer vorangeschwimmt bist und dein Leben aufs Spiel gesetzt hast. Und dann bist du noch mal nicht einmal ein Soldat. Eine echte Inspiration. Muss, ne? Muss. Und wahrscheinlich aber hier oben. Oder auch nicht. Da unten. Hey du! Ah, von der Mutter des Adjutanten etwa? Wie aufmerksam von ihr. Diese Familie hat Heim und Hau verloren und kümmert sich dennoch rührend um unsere einfachen Soldaten hier.
Ja. Cool, ne? Warum nicht immer so? Keiner weiß es. Nimm das Reittier mal mit hier vorne. Ah, das ist da oben, oder? Verdammt! Ja. Schöner Punkt, ehrlich, für Transport. Ist eigentlich dieser Ort hier würde sich perfekt eignen für eigentlich ein. Ja, nicht für so ein Lehnreintier, sondern für einen Zeppelin. Dock, so eine Dockstation. Oh! Bin ich schon ganz klar vermuten. So. Dann sagen wir mal Bescheid. Ah ja. Und hoffentlich war es das dann auch, das Erste. Ich danke dir, auch wenn ich mir das unwohl dabei fühle, dich in erster Linie um so eine triviale Aufgabe gebeten zu haben. Letztlich konnten wir die Sinnverteger in Holmitzer zurückschlagen, aber unsere Soldaten haben wir schwere Verluste zu klagen. Die Zeiten scheinen härter als je zuvor. Und dennoch hast du dich so beherzt ins Gefecht gestürzt und bist auch noch siegreich hervorgegangen. Solcher Heldenmut ist für uns alle, für uns in all dem Chaos ein echter Funke der Hoffnung, weißt du? Es ehrt mich, dir das persönlich sagen zu dürfen. Wirklich. Bitte, nimm eine Portion. Ich hoffe, die Küche meiner lieben Mutter mundet dir so gut wie mir. Ja, danke. Oh, natürlich haben sie noch zwei Quests hier. Okay, dann machen wir die auch noch, wenn wir schon dabei sind. Ach, verflucht aber auch. Hey du, da hast du es gerade gezeigt. Ich könnte wirklich etwas Unterstützung gebrauchen. Es geht mir an den Amaro, ne? Einer der Amaros aus Crystarium ist in den Wald des verehrten Hirten abgehauen. Dort wimmelt es von hungrigen Bestien, die für einen einzelnen Amaro ein wahrer Leckerbissen sind. Wenn ich ihn nicht bald finde, dann war's das. Hier kommst du ins Spiel. Natürlich bezahle ich dich anständig dafür. Keine Sorge. Also, Amaro im Wald der verehrten Hirten. Der verehrten Hirten? Sprich einfach nochmal mit dem Zun-Amaro-Züchter, der kann ihm mehr erzählen. Okay. Und Hoffnung für Holmünster. Ich würde gerne sehen, wie die Stadt aussieht, wenn sie wieder aufgebaut ist. Oder repariert ist. Und nicht brennt. Versorgungsoffizierung der Jobfeste scheint bis im Hals in den Wiederaufbauarbeiten von Holmitzer zu stecken. Ah. Was ich mal einen Namen hast, du einfach nur Versorgungsoffizierung. Uff. Ist das nicht der Reisende, der Holmitzer in seiner schlimmsten Stunde zur Seite stand? Könnte ich wirklich mit so viel Glück gesegnet sein? Ja. Liebe Güte, das bist also wirklich du. Ich kann dir für deine Verdienste im Kampf gegen die Lichtbringer gar nicht genug Dank aussprechen. Du hast wirklich viel für uns getan und dennoch, ich weiß, wie dreist das wirken mag, aber ich hätte noch eine weitere Bitte an dich. Wir müssen wissen, wie viele Ressourcen der Wiederaufbau von Holmünster benötigen wird. Aha. Und kaum jemand vermag das so gut zu beurteilen wie du, der mitten im Kampfgeschehen stand und die Verwüstung des Dorfs aus der Nähe gesehen hat. Ich brauche dich am nördlichsten Sammelpunkt. Okay. Hätte nicht gedacht, dass ich jetzt doch wirklich hier immer, naja, rumgeschickt werde. Hatte ich nicht vermutet, aber gut. Nimmt man doch. Ach, diese Leute. Die Leute, die sterben und dann sagen, rest mich bitte, ich liege hier auf dem Boden. Die sollen sich einfach mal nicht so anstellen, nicht doof spielen, ja, nicht sterben und dann läuft das. Das ist auch nicht einfach kopfüber in den Feld reinrennen. Das ist vor allem dämlich. Du bist nicht alleine. Das ist eine Mann, das ist ein Tank. Dann geht das. Guck mal, da hat ein Schokobo bei. Dann auf jeden Fall. So, mein Freund. Oh, du bist bei der Suche nach einem Ausreißer? Ich bin dir sehr verbunden. Alle Amaros, die in Crystarium großgezogen worden sind, hören auf den Klang unserer Pfeifen. Hören Sie ihn, folgen Sie aufs Wort. Und wenn du diese schlichte Pfeife im Wald des verehrten Hirten zum Ding bringst, wird der verlorene Amaro von allein zu dir kommen. Außerdem ist etwas zugestoßen. Da musst du umgehend nach mir schicken. Ah. Okay. Ich vermute. Nee, das würden die nicht machen. Nicht in so einer normalen Quest. Dass sie uns hier durch das ganze Gebiet hier schicken mit irgendwelchen normalen Questen.
Das wäre etwas merkwürdig, ne? Jo. Sumpfwark. Ah. Schießscharte. Ah. Zu hören. Aber. Der kämpft doch bestimmt irgendwo hier, ne? Hier ist das Tier auch nicht. Das muss aber irgendwo hier sein. Hui. Du hörst das Klagen, als er war auch säugend. Ich muss in der Nähe sein. Er ist hier oben. Ne, hier ist er nicht mehr. Okay, irgendwo von hier bis da drüben. Ach da! Ha. Ups, übersehen. Der arme Amaro ist verletzt und kann sich nicht mehr bewegen. Geh rasch zum Zun Amaro zurück und bitte um Hilfe. Wird aber nicht so sein, dass ich irgendwo... Moment, ich muss ihn hier liegen lassen? Oh Mann. Dass ich nicht einfach tragen kann. Entweder wird es gefressen, A. Oder B, er wird zu einem Reittier. Oder C, er wird gerettet und wir kriegen nichts. Fände ich natürlich das Döste, wenn das passieren würde. Ich fände das Reittier am besten. Hm? Ah. Pizza-Überreste. Mario spät. Doch kann sie nicht rühren. Oh Kraus, das ist ja fürchterlich. Das arme Tier, alles geboten. Sag Ricky Mao Bescheid. Okay. Wir teleportieren uns, geht schneller. Mein Freund. Meine Freundin, wie auch immer du bist. Typ, Weib, ich weiß gar nicht. Verhält sich wie eine Frau, einfach, naja. Ich hab da mal auch ausspüren können. Ja, der ist aber verletzt. Und nu? Da fällt mir ein Stein vom Herzen. Ich hatte schon befürchtet, dass wir das Team nie wiedersehen. Deinen Lohn hast du aber wirklich mehr als verdient. Was? Wie? Mehr nicht? Ich muss einfach nur Bescheid geben? Wow. Das finde ich gerade ein bisschen krass. Ich hätte gedacht, ich muss mal hingehen und helfen, aber nein. Scheinbar nicht. Okay, lass mal sie einfach sterben. Und den Typen auch. Würden sie sich nachher nicht beklagen, wenn sie mir nicht die Quest gegeben haben zum Retten. Oder unterstützen. Selber schuld. Ich bin so ein Arsch. Weißer Gremlin. Ding ist gruselig. Ugh. Die Quest genau neben dem Dingen. Oh Himmel. Neben Orphion. Ah, haben wir Orphion um. Thank you.
Halfling ist voll übertrieben bei der Größe, ey. Geht. Gut. Danke für deine Unterstützung. Also dann, berichtest du mir von der Lage in Holminster, wie du sie in Erinnerung hast? Ja. Es hat gebrannt. Ich verstehe. Zahllose Häuser sind also in Flammen und unter den Sündenverträgern selbst im Opfer gefallen. Das bedeutet, dass wir Zelte oder ähnliche Unterkünfte für die Arbeiter brauchen. Aber fürs Erste müssen wir uns einen ersten Eindruck über die momentane Lage verschaffen. Bitte sieh dich um und berichte mir, was wir noch vielleicht nutzen können. Während ich mich von den bereits vorhandenen Ressourcen beschäftige. Okay. Komm einfach wieder zu mir zurück, wenn du mit dem Rundgang fertig bist. Okay. Na dann. Schau mal. Vorne. Wo ist die Kremlins, ey? Ich dachte, du Mistdinger. Müssen sie einfach alle verdingsen, ey. Für sein Zelt in einer hölzernen Kiste. Er ist in gutem Zustand, lässt sich sicher doch gut brauchen. Da ist ja bestimmt irgendwas. Legt so viel Holz rum. Ah, ein Hirtenstab. Lässt sich gut gebrauchen. Ich meine, was? Oh, da guckt er kuschelig drüben. Ein Stab liegt auf dem Bogen. Man muss ihn bei der überstürzten Flucht zurücklassen haben. Du nimmst ihn mit. Ah. So geht man ran. So, und ein Waffenständer. Sieht gut bestückt aus. Der Ständer ist voller Schwerter, Speere und allerlei Waffen. Für den Wiederaufbau wären Werkzeuge allerdings nicht sicher. Hey, nimm die Waffen mit. Echt mal. Waffen sind gut zu haben. Ja. Gerade als man wieder angegriffen wird oder irgendwas passiert. Kremlin zum Beispiel. Da bist du wieder. Was zu berichten? Ich habe den Stab. Ein Hirtenstab, ne? Holmitzer spezialisiert sich auf Viehzucht, also waren wohl viele Bewohner gerade auf den Weiden, als die Sündenverträge angegriffen haben. Es ist von enormer Wichtigkeit, dass die Leute von Holmitzer ihr Tagwerk so schnell wie möglich wieder aufnehmen können. Was ist sonst aufgefallen? Allerdings Zelte. Verstehe, Zelte brauchen wir händeringend, aber mit Waffen können wir dieses Unterfangen leider nicht mehr anfangen. Werkzeuge hingegen? Schmiede sie einfach um. Aber wie dem auch sei, du hast mir ungemein geholfen und ich danke dir erneut für deinen beherzten Einsatz. Erlaube mir, dich in der Jobfeste erneut zu entlohnen. Okay. Ah, hast du gedacht schon. Los. Weißt du, der Angriff war schrecklich. Unzählige Leute verloren ihr Leben oder ihr Zuhause. Aber wer auch immer den Lichtbringer erschlagen hat, hat das Feuer der Hoffnung in seinem Herzen entzündet. Genug geredet. Ich habe lang genug auf deine Belohnung warten lassen. Vielen Dank für deine Hilfe. Danke fürs Geld. Na ja, klar. Neue Quest. Als hätte man es ahnen können. Hey Björn. Ein Treffen mit Trifideen. Aha. Triffst du den? Ich nicht. Ah, er schickt Leute los. Was sieht der denn aus? Na, wenn das nicht Gebirge ist. Wir haben von deinen Taten in Holminze gehört, weißt du? Und es ist keinen besseren Zeitpunkt aussuchen können, uns einen Besuch abzustatten. Tatsächlich kann mir eine helfende Hand, da ist es gelegen. Meine Rekruten schäumen durch den Fall des Lichtbringers von Holminster regrecht vor Motivation.
Aber bei der Technik hakt es noch sehr. Zeig ihnen, wie ein richtiger Kämpfer auf Schachfeld schlägt. Keine Angst, ich lasse dich nicht gegen sie antreten. Derartige Prügel haben sie nicht verdient. Stattdessen würde ich gerne auf dieselbe Mission stecken, die meine Kröten bestreiten müssen. Ein kleiner Wettkampf, wer schneller ist, was sagst du? Die haben Vorsprung, ist gemein? Ha, hervorragend. Also, dann hätte ich gerne, dass du dich den violetten Trifiden im Wald der verehrten Hirten stellst. Ah, okay. Die Wurzel voller Trifiden-Saft lieferst du dabei Dax im Kristallrim ab. Und bestell dir recht schöne Grüße von mir. Okay. Also gehen wir komplett im Kreis einmal rum. Hoppa. Ach, ich muss den Typen umhauen. Oh. Ach, und down. Das war ja einfach. Ich dachte, er hätte ein bisschen mehr aus. Ah, gut. War nicht. Gut. Wo ist es? Es ist. Ah, bei den Quartieren. Isomorph. Da. Ja. Dippidididi. Darks. Ah, du bist wahrscheinlich gebirges, was? Hast du den Trifidensaft für mich dabei? Klar. Nimm die Wurzeln. Weil du so viel? Die Rippe, die scheint ja nicht aus der Luft gegriffen zu sein. Motivierte Rekruten sind ja schön gut, aber wenn sie sich überhäufig ins Gefecht stürzen, nimmt es kein böses Ende. Dein müheloses Hintermähen der Triftelen sollte ihnen deutlich gemacht haben, dass sie noch viel zu lernen haben. Deswegen war es nicht so einfach. Oh. Stecken sie da hoffentlich in die Ausbildung. Ich danke dir vielmals. Gut. Keine Quest mehr. Sind wir hier durch? Das ging schnell. Finde ich gut, dass es schnell war. Das war nicht allzu viel. Angehen, den zu machen, schnell durchzuquesten. Okay. Nicht so wie in. Thomas. Lucia. Boah, das war schrecklich. So viel hin und her gelaufen, so viele Quests. Oh. Gut. Das sieht falsch aus, wie die da rumstehen. Kuschelt euch woanders um, ey. Von Ränken und Orakeln. Oh, wie ich sehe, habt ihr euch ja das erfrischt. Eine Mütze Schlaf wirkt wahr Wunder, nicht wahr? Nach unseren Speeren ist soeben ein militärisches Luftschiff aus Yulmor im Seeland gelandet. Ich bitte euch, Vorsicht walten zu lassen und euch nicht zu weit vom Kristallrim zu entfernen. Oh, die Anwesenheit der Armee so kurz nach der Rückkehr der Dunkelheit kann nichts Gutes bedeuten. Auch der Kristallxach scheint sich im Okular zurückgezogen zu haben und eine neue Strategie auszuarbeiten. Oha. Okay. Jetzt rückt die Armee vor diesen Vollpfosten und bekloppten Leuten die an oder was? Nicht gut. Nicht gut. Möchtest du mit dem Kristallsachen sprechen? Dann folg mir in das Okular. Klar.
Die Cutscene? Wow. Du kommst genau richtig. Spricht man in der Stadt bereits über die ungebetenen Besucher? Ja. Hätte nicht gedacht, dass sie herkommen irgendwo. Da. Das ist Burg Seeland. Dort hat das Luftschiff aus Julmoor Position bezogen. Sie haben einen Gesandten angekündigt, der bald hier eintreffen sollte. Sie sind wegen des Lichtbringers hier, keine Frage. Wir können unmöglich abstreiten, dass er vernichtet ist. Schließlich ist mit ihm auch das ganze Licht verschwunden. Ja, wir wussten, dass Sie reagieren würden. Kristallexarch, der Gesandte ist hier. Einen Augenblick noch. Kommt mal etwas näher. Okay. Wir sollten unsere Trümpfe noch eine Weile verdeckt halten. Achtung, das könnte ein wenig kribbeln. Wehe, das hätte passiert uns jetzt. Hör auf, uns zu teleportieren. Nihil. Ah, er verschleiert uns. Okay. Oder so. Herein. Okay. General Ranjit, welch Ehre, den Oberbefehlshaber der Truppen von Julmoor zu empfangen. Ranjit? Sag schon, wer war es? Wer hat den Lichtbringer umgebracht? Ihr seid ja ganz schön in Eile, wie es scheint. Darf ich fragen, warum ihr ausgerechnet mir diese Frage stellt? Mein Herr Lord Vorthry hat da so eine Ahnung. Er sorgt sich um unsere guten Beziehungen zu den Sündenvertilgern. Wenn sich herausstellen sollte, dass jemand aus dieser Stadt den Verrat begangen hat. Verrat? Werdet ihr die Macht meiner Truppen zu spüren bekommen. So lauten meine Befehle. Wenn das so ist, dann lasst mich ebenso unmissverständlich antworten. Der Himmel, den uns der Bezwinger des Lichtbringers zurückgebracht hat, gefällt uns ausgesprochen gut, so wie er ist. Wenn ihr uns diesen Anblick nicht vergönnt, dann schickt uns doch eure Truppen. Uff. Alter. Aber tut es in dem Wissen, dass ihr machtlos seid gegen das, was kommen wird. Selbst wenn ihr den letzten Bewohner von Crystarium ermordet. Du glaubst doch nicht im Ernst, dass du den Kampf jemals gewinnen wirst. Egal wie viele Sündenvertilger man tötet, diese Welt ist verloren. Wenn du vernünftig wärst, würdest du deine letzten Tage friedlich und glücklich als Vasall meines Herrn verbringen. Aber wie du willst, wenn das deine Antwort ist, werde ich sie meinem Herrn übermitteln. Und wenn du es gut mit deinen Untertanen meinst, dann lass es auch den Letzten wissen. Wer sich ergeben will, sollte sich beeilen. Thank you.
Da fällt mir ein, ich habe gehört, dass vor kurzem ein junger Maler und sein Assistent in eure Stadt gekommen sind. Ach ja, davon weiß ich nichts. Komm nicht auf die Idee, sie zu verbergen. Mein Herr kann es nicht erwarten, sie wiederzusehen. Er hat uns nicht gesehen, oder? Niemals. Waren wir auch wirklich unsichtbar? Ich könnte schwören, dass er genau in unsere Richtung geguckt hat, als er ging. Ich befürchte, du könntest recht haben. Wuthry gründet seine Macht auf ein friedliches Miteinander mit den Sündenvertilgern. Doch bevor er die Macht übernahm, war Yulmor die Speerspitze im Kampf gegen sie. Okay. Ranjit führte seine Truppen meisterhaft. Gut möglich, dass der alte Haudegen mit seinem Kämpferinstinkt etwas gespürt hat. Wenn sie ihren erfahrensten General mit dieser Botschaft schicken, war die angekündigte Militäraktion bestimmt keine leere Drohung. Kristallexarch, wir sind dankbar für deine Hilfe, aber wir können nicht zulassen, dass die Bewohner von Kristarium unseretwegen leiden. Danke für deine Rücksichtnahme, aber lass das bitte meine Sorge sein. Wuthry will den ganzen Kontinent unter seine Kontrolle bringen. Er sucht nur nach einem Grund, uns anzugreifen. Ob dies nun der Krieger der Dunkelheit ist oder ein anderer, spielt keine Rolle. Jeder hier weiß das. Die Bürger von Kristarium lassen sich nicht so schnell einschüchtern und werden auch diesmal das Richtige tun. Ich hoffe doch. Ich frage mich allerdings, warum sie nicht sofort über uns herfallen. Wuthry ist nicht für seine Geduld bekannt. Und militärisch ist uns Yulmor haushoch überlegen. Sie wollten Zeit gewinnen. Die Späher berichten, dass unsere Besucher aus Yulmor gleich nach ihrer Ankunft Patrouillen ausgesandt und jemanden gefangen genommen haben. Oh. Minfilia, das aus Yulmor geflohene Orakel des Lichts. Sie bringen sie nach Yulmor, bevor die Schlacht beginnt. Deswegen ist Ranjit so schnell wieder verschwunden. Und deswegen war er auch persönlich hier. Ranjit ist der Mentor aller Minfilias. Warte, was? Reden wir von der Minfilia? Was soll das heißen? Aller Minfilias. Wie viele von denen gibt es? Ah ja, richtig. Vielleicht solltest du zuerst etwas mehr über unsere Minfilia erfahren. Geh zu Moraine vom Kabinett der Kuriositäten. Er kann dir die Hintergründe am besten erklären. Okay. Alfino, Alize, würdet ihr ihn begleiten? Ihr könnt vielleicht das eine oder andere Detail ergänzen. Natürlich. Allerdings muss ich sagen, dass ich die Dinge selbst noch nicht so ganz verstanden habe. Ich werde inzwischen versuchen, mehr über Minfilias Gefangennahme herauszufinden. Wir müssen uns überlegen, wie wir darauf reagieren wollen. Wie viele sind das? Wie viele Minfilias sind das denn bitte? Es kann nicht sein, dass es, ne, zigtausende sind. Wenn ein Auge auf die Bewegung der Truppen Yulmors haben. Ja, ich hoffe doch. Wenn sie wirklich Minfilia gefangen genommen haben, sollten wir bald wieder von ihnen hören.
aber alles der Reihe nach. Zuerst mit. Sollte mit Moran in der Kabinett Kuriositäten sprechen, okay. Ungewöhnlich, wenn es hier so regnet. Also dauerhaft regnet es mal. Scheiße, hör mal auf zu regnen hier. Ist doch nass alles. Ist doch kacke. Kabinett der Kuriositäten. So, mein Freund. Ich werde dir direkt darauf ansprechen, von wegen, du bist der Krieger der Dunkelheit, das weiß ich ganz genau. Moran. Oh, gleich drei Besucher. Zugleich. Was das schafft mir die Ehre, wenn ihr euch Bücher über den Krieger der Dunkelheit und der Sternenkunde ausleihen möchtet, muss ich leider enttäuschen. Die freuen sich zurzeit größter Beliebtheit. Ah, hi Alpha. Ah, ich verstehe. Ihr möchtet aber das Orakel des Lichts erfahren. Nichts lieber als das. Ja, ich denke, ich habe da genau das Richtige für euch. Lasst mich noch schnell die Arbeit hier zu Ende bringen. Ihr könnt mir ja schon mal das Buch raussuchen, das ich zur Illustration meiner Erläuterung benötige. Der Titel lautet Mythen und Legenden vom Orakel des Lichts. Es ist ein etwas umfassenderes Werk, aber dafür enthält es alles, was es zu wissen gibt. Eine hervorragende Einführung in die Thematik, möchte ich meinen. Aber... Das werdet ihr selbst sehen. Mythen und Legenden vom Orakel des Lichts. Sollte sich unten in einem der Regale befinden lassen. Ich laufe. Leider gibt es immer wieder Banausen, die Bücher ungeachtet der alphabetischen Ordnung in die Regale stellen. Das macht die Suche unter Umständen etwas beschwerlich. Falls ihr es nicht unter M wie Moran finden könnt, müsst ihr die anderen Bücherregale durchforsten. Oh nein. Riesiges Bücherregal. Das Bücherregal ist ran von Büchern, die alle spannende Titel haben, aber das gesuchte Buch ist nicht dabei. Ja, super. Bücher ohne Ende. Im nächsten Leben will ich unbedingt Bücherwurm werden, dann könnte ich den ganzen Tag lesen. Naja, in dem Regal ist das Buch jedenfalls nicht. Ah, Himmel, Herrgott, ey. Ist es das? Auf deinem Buchrücken liest du die leicht vergibten Worte Mythen und Legenden vom Orakel des Lichts. Du hast es gefunden. Ey. Warte, See, komm mit nach oben. Ich hab's gefunden. Ja. Ich hab es. Geh schnell. Hey Alfino! Komm mit, ich hab das Buch. Ja, das Buch gefunden. Lyrics. Und war deine Expedition in meinem Bücherreich erfolgreich? Hast du Mythen und Legenden vom Orakel gefunden? Ein offensichtlich oft gelesenes Buch mit großformatigen Bildern, die die Geschichte vom Orakel des Lichts erzählt. Da bin ich mal gespannt. Ah ja, das ist es. Ich hoffe, die Suche hat dir nicht allzu viel Mühe bereitet. Meine Arbeit ist hier auch gleich abgeschlossen. Wenn du deine Freunde noch hierhin rufst, können wir mit der kleinen Gesichtsstunde beginnen. Gehen sie sofort. Ich bin gespannt. Erzähl mir mehr über die Geschichte. Ah gut, nun, da wir alle beisammen sind, können wir ja anfangen. Um die Geschichte zu verstehen, müssten wir etwa 100 Jahre zurückreisen, in die Zeit der Lichtflut. Damals drohte Northrend vom unbarmherzigen Gleißen des Lichts verschlungen zu werden. Doch eine Frau macht das Unmögliche möglich und wendete den drohenden Untergang ab. Okay. Es heißt, sie trug goldenes Haar und hatte kristallblaue Augen. Es machten Berichte die Runde, die von einer mysteriösen Stimme sprachen, die die junge Frau zu rufen schrien. Minfilia. Und so ging sie als Minfilia das Orakel des Lichts in die Geschichte ein. Oh.
Kurz nachdem sie die Lichtflut aufgehalten hatte, verschwand sie jedoch spurlos. Es dauerte 15 Jahre, bis ihr Name plötzlich wieder auf der Bühne Weltgeschichte erschien. Auftauchte. Das sieht ja wirklich aus. Das Königreich Wurburt wurde zu jener Zeit von den Sündenvertägern belagert. Und als das Gerücht umsprach, dass ein junges Mädchen immun gegen die Verwandlung sei. Genau wie die Legende vom Orakel des Lichts überliefert, hatte sie goldenes Haar und kristallblaue Augen. Und so nannte man sie Minfilia. Jede Minfilia kämpfte damals mit der Armee von Yulmor und besiegte zahllose Sündenverträge. Ich will jetzt mal kurz speichern, das bitte ist ein schönes Bild. Ui. Und auch sie wurde letztlich überwältigt und ging tödlich verletzt zu Boden. Das heißt, dass sie kurz vor ihrem Tode zu ihrem Vertrauten sprach: Sorgt euch nicht, Minfilia wird wiedergeboren werden. Und genau wie es diese prophetischen Worte versprachen, wurde nach wenigen Jahren erneut von einem solchen Mädchen berichtet, das gegen die Verwandlung der Sündenverträger immun war. Minfilia schien tatsächlich wiedergeboren. Diese neue Minfilia kämpfte wieder unter dem Banner Yulmors, doch auch sie fiel letztendlich im Kampf gegen Sündenverträger. So geschah es wieder und wieder und wieder, bis heute. Krass. Und das ist die Geschichte vom Orakel des Lichts, in aller Kürze zusammengefasst. Dank ihres unermüdlichen Kampfes hat sie Norfrand vor dem vollständigen Ruin bewahrt und zahllose Leben gerettet. Hierin liegt die eigentliche Heldentat des Orakels des Lichts. Sie gibt dieser Welt die Hoffnung, dass die Sündenverträger eines Tages besiegt werden können. Das heißt, anders als diese Manfilia eine wahrlich mächtige Kreatur. Ja, nun ja, das ist sie, aber nur, weil sie immer wieder zu einer solchen ausgebildet wird. Zwar kann jede Reinkarnation des Orakels immer wiederkehrende Merkmale und Fähigkeiten, doch ihr fehlen jegliche Erinnerungen und Erfahrungen aus früheren Leben. Jedes Mal, wenn sie entdeckt wird, ist sie ein gewöhnliches junges Mädchen mit keinerlei Erfahrung im Kriegshandwerk. Immer wieder musste sie sich einem harten Training unterziehen, das sie an vorderste Front des Kampfes gegenüber den Sündenverträger führte. Es ist wohl nicht übertrieben zu behaupten, dass sie außergewöhnlich große Opfer für unsere Welt gebracht hat. Sie taucht auf wie eine Prima-E. Hm. Was wissen wir über die jetzige Manfilia? Sie wurde vor etwa 10 Jahren entdeckt und sofort von der Armee von Yulmor in Schutz genommen, wie sie sagten. Doch zu dieser Zeit hatte Lord Walfrey gerade seine Herrschaft begonnen und einen neuen Kurs für seine Stadt eingeschlagen. Er ließ sie einsperren im allertiefsten Verlies der Stadt, auf dass sie nie wieder einen Sündenverträger zur Strecke bringe. Oh wow. Seither waren alle Informationen über Minfilia ein wohlbehütetes Geheimnis Yulmors. Man konnte noch nicht einmal mit Bestimmtheit sagen, ob sie überhaupt noch am Leben war. Bis vor 3 Jahren, als ein wagemutiger Held es schaffte, in Yulmor einzudringen und Minfilia zu befreien. Es ist beinahe schon wie in einer klassischen Abenteuersage. Ha! Self-aware. Wow. Eine unverwundbare Maid im Kampf gegen unbezwingbare Monster. Ein Held, der sie aus Ketten und des Bösewichts befreit? Abenteuersage trifft es gut, aber scheiß beiseite. Du hast heute Wissen von uns schatzbarem Wert mit uns geteilt, Morin. Also viel neu gewonnenen Wissen gibt es einiges zu besprechen, Gebirges. Wenn du uns auf ein Wort davor draußen folgen würdest, ich bin dabei, auf jeden Fall. Aber wahrscheinlich dann nicht mehr heute. Wenn wir in ein neues Gebiet gehen müssten. Denn ich werde gleich ausmachen und ein bisschen Mario Maker zocken. Hehe. Wie ich es ja angekündigt hatte. Das wird lustig. Hier können wir uns besser unterhalten. Bei ganz vielen Leuten. Hi. Redet mit mir. Du bist wahrscheinlich schon selbst drauf gekommen, aber es war Tancred, der vor 3 Jahren Minfilia befreite. Ja. Laut dem Kristallsachen waren die beiden seither ständig auf Reisen. Daher haben wir sie auch nicht treffen können. Die Minfilia aus der Ursprungswelt, die wir kennen, ist als Gesandte Heidelins hier in die erste Splitterwelt gekommen, um die Lichtflut aufzuhalten. Aha.
Es war mit Sicherheit auch die erste Minfilia, die die Leute hier vor 100 Jahren zu Gesicht bekommen haben. Mann, sie ist tot. Scheiße. Ich glaube zwar nicht, dass die jetzige Minfilia rein gar nichts mit dem Original zu tun hat, aber wenn es stimmt, dass sie keine Erinnerung an ihre frühere Existenten hat, dann könnte sie ebenso eine Fremde für uns sein. Ob sich Tancred dessen bewusst ist? Ich denke mal. Er wird es sicherlich wissen. Die Frage ist, was er in seinem Innersten fühlt. Eins ist sicher. Tancred hat ein halbes Leben lang auf Manfilias Seite gestanden und er wird sie jetzt gewiss nicht im Stich lassen. Dass sie jetzt wieder der Armee von Nulmer in Hände gefallen ist, wird ihm keine Ruhe geben. Ich weiß, worauf du hinaus willst, Bruder Herz. Du denkst, dass wir Manfilia befreien sollten, richtig? Du kannst dir sicher sein, dass ich dir dabei helfen werde. Der Grund, warum Minfilia und all ihre Reinkarnationen immun gegen die Sündenverträger ist, ist der gleiche wie bei Gebirges. Beide haben den Segen, Heidin zu halten. Das und allein das ist der Grund genug, war, dass sie nicht dem Feind überlassen werden können. Ja, gut, wir müssen sie zurückholen. Wenn ihr meint. Genau so sieht das aus. Wenn ihr meint. Ist jetzt zu einer Entscheidung gelangt, wie ich sehe. Hi, Chris Alexach. Was verschafft uns die Ehre? Ich habe eine Neuigkeit und ein Angebot. Und weil beides nicht warten kann, habe ich mich entschlossen, euch persönlich aufzusuchen. Aha. Zunächst eine Neuigkeit. Unsere Speer konnten bestätigen, dass der Sturztrupp von Julmor bei der Burg Seelart sein Lager aufgeschlagen hat, tatsächlich mit Filia in Gewahrsam genommen zu haben. Sie wird zurzeit immer noch im Inneren der Burg festgehalten. Das ist nur eine Frage der Zeit, bis man sie nach Julmor überführt. In diesem Falle würde eine Befreiungsaktion ungleich schwerer werden. Okay. Dann sollten wir uns besser sputen, bevor Waltry und seine fiese Bande sie wieder einkerkern. Und da kommt ein Angebot ins Spiel. Oh. Wie wäre es, wenn ihr euch die mutigen Bewohner von Kressarium bei der Befreiung Minfilias unter die Arme greifen? Hä? Jetzt. Wie soll das denn funktionieren? Wie sollen die Befreiung Minfilias dem Kristallsachen und Kristarium überlassen? Was das zu bedeuten hat? Gute Frage. Hören wir uns an, was der Kristallsach zu sagen hat. Ja. Oder aber wir machen es dann morgen. Dann würde ich jetzt Feierabend machen um direkt halb. Mal kurz eine Pause machen und dann geht's damit. Dingens weiter mit Mario Maker. Wir sehen uns dann morgen wieder. Dann hören wir uns an, was er zu sagen hat, was sie hier zu berichten haben und vor allem, wie sie hier uns im Seeland herumballern wollen. Das ist auf jeden Fall das richtige Level für uns. Bin gespannt. Bin gespannt. 1000 Gipfel. Komisch. Der Ort abseits der Karte. Also dann. Man sieht sich später in Mario Maker. Und ansonsten beim nächsten Mal. Haut's rein. Bis dahin und ciao, ciao.